Wo laden wir denn jetzt? Ich will aber nicht nochmal die ganze Geschichte anschauen. Ich kenne sie doch. Und ich darf, also ich habe jetzt gelernt, nicht so viel Munition für den Wendigo verschwenden. Ich dachte doch, das ist kein Mensch, der da Mais ist. Nur die Frage. Hoppala, es geht schon los. Wo ist der Jäger? Wo ist der Jäger, der mir helfen könnte, der den Wendigo abgeschossen hat? Der könnte mir jetzt wirklich helfen. So, kurzen Prozess mache ich jetzt mit dem Biesten. Oh, Wendigo, bleib schön einfach hinter mir. Nicht zu nahe kommen. Zack. Und nachladen. Kommt runter, okay. Zack. Einfach jeden abknallen, der kommt, dann haben wir weniger Probleme. Er ist schnell. Scheiße, leck mich! Was machst du? Rauf! Alter! So treffe ich den nicht. So Scheiß macht. Toll. I love in it. Das kann doch nicht so lang dauern, die Jagd. Das wird mich wieder killen. Das wird mich wieder killen. Das wird mich wieder killen. Wann kommt denn hier Sicherheit? Los. Los, los, los. Alter! Leute, ich mag nicht mehr. Alter, dann schlage ich auch noch zu früh. Ah! Shit, 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 shit. Wenn ich keine Medikamente mehr habe, bin ich am Arsch. Das ist einfach so. Nein! Friedhof, Alter! Leute! Hier sind noch mehr Tote! Bin ich sie endlich los? Oh, leck mich. Scheiße, ja, das war's mit den Medikets, tut mir leid. Ah, da! Los! Los mich durch! Ich weiß nicht, deswegen sollte ich die Beine in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, wo ich bin, ich würde gerne auf die Karte schauen. Ist hier los? Ich riskier kurz einen Blick. Ach, da hinten sind wir. Ich glaube nicht, dass wir noch verfolgt werden. Deswegen gehe ich noch mal kurz zurück und schaue, ob da noch irgendetwas ist, das wir uns anschauen können. Die Dokumente, die wir gesammelt haben, werde ich erst an einem warmen Ort anschauen, weil uns ist wahrscheinlich arschkalt. So, von hier müssten wir gekommen sein, genau. Wir haben jede Menge von diesen erstarrten Leuten gesehen. Das heißt, wahrscheinlich sind ich und der Opa der Letzte, die letzten, die noch übrig sind. Verdammte Scheiße. Der Wendigo, ich dachte doch, wir begegnen dem noch.
Was ist das? Ah, nur so ein Streifen Schnee an der Wand, kann man ja mal finden. Ganz legitim. Boah. Schöner Pfad, aber hier mit dem überhängenden Berg hier, finde ich schön. Und ich sinniere hier und der Wendigo ist immer noch da draußen. Oh. Oh. Oho. Schaut mal, wo wir sind. Also ich weiß es selber nicht, deswegen. Ach so, Cree-Friedhof. Das sind Cree-Leute. Das sind Indianer, die erstarrten Leichen, oder was? Und das wird North Manistan sein. Alter, wie geil. Okay. Was macht der hier? Mach mal. Betätige doch mal. Halt, auch wenn es nicht wichtig ist, ich will sehen, was passiert. Wahrscheinlich geht was hier auf dann. Na gut. Boah, es war aber echt eine fiese Szene. Stell dir vor, wir hätten nicht viele Medikits dabei gehabt. Wie hätten wir das schaffen sollen? Das wäre sehr, sehr, sehr mühsam geworden. Generator. Das darf doch nicht wahr sein. Darf ich hier nicht ein bisschen durchsuchen? Alter. Los, 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 los. Ablegen, ablegen. Anker reinholen. Sofort. Wir haben eine Uhr. Was amachi ist atmach. Okay. Schließen Sie das Spiel ab. Abstinenz. Beenden Sie das Spiel ohne Tropfen Alkohol. Okay. I would defend purity against the winds, the tides, against ice and blizzard. Could it be that all this was but a story of justice and vengeance? The soulful doctor, avenging his fiancée's unjust death by avenging this young woman as though she was his lover. Are these passionate feelings not precisely the kind of feelings that could cause a storm, petrify people deep inside, create monsters? Und das war Kona, der erste Teil einer vierteiligen Reihe. Ganz ehrlich, ich freue mich auf die Fortsetzungen. Ich weiß eben nicht, ob es dann Kona 2 heißen wird, Kona 3, Kona 4 oder anders halt. Ich muss da mal ein bisschen auf der Website schauen, vielleicht finde ich da was bezüglich den Fortsetzungen. Die werden auf jeden Fall auch gespielt, da könnt ihr euch aber sicher sein. Boah, ja, macht Sinn jetzt irgendwie von der Geschichte her. Das sind ein paar Männer eben von dem südlichen Dorf, das wir die ganze Zeit erkundet hatten. Von dem sind ziemlich viele Jäger freizeitlich, die haben dann aussehen eine Cree-Frau, also eine Indianerfrau, umgebracht. Der Doktor, ich weiß nicht, der hat irgendwie Gefühle für sie und wollte natürlich, dass das an die Öffentlichkeit geht. Der Hamilton wollte das nicht und da gab es halt Streit und der Doktor hat ihn erschossen im Laden. Ja. Nicht nur der Doktor war wütend, sondern auch irgendwie wurde dadurch der Wendigo verschworen durch den Hass der anderen Cree-Leute. Ich weiß nicht. Irgendwie wurde durch diese ganze Sache der Wendigo beschworen. Der Wendigo hat dann allen, ich wollte jetzt sagen, die Hölle heiß gemacht, aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Ja. Und der Wendigo hat uns jetzt auch ein bisschen kalt machen wollen, sag ich mal. Und mal schauen, wie es dann weitergeht. Wendigo ist nicht Geschichte.
Was mich auch wundern nehmen würde, wo ist der Jäger, dem die Bolzen gehören? Wo ist er? Wer ist das? Vor allem. So, der nächste Teil wird wahrscheinlich in North Manistan beginnen. Ach cool. Können wir uns noch ein bisschen umschauen. Hallo? Un survivant! On a trouvé un survivant! Oui, oui, je vis un viveur. Okay, haben mich ein paar Fischer aufgelesen. Anscheinend wissen die, was da abgeht. Wenn sie so schreien, da ist noch ein Überlebender, dann werden sie wissen, was los ist auf der anderen Seite im Süden. Boah, aber es kam jetzt völlig unerwartet, ich gebe es zu. Ich dachte ganz ehrlich, ja, jetzt werden wir in der Hälfte des Spiels, jetzt kommt dann noch die ganze Sache mit North Manistan, weil es ja auch auf der Karte drauf war. Falsch gedacht. Und hier alle Entwickler in alphabetischer Reihenfolge. Mehr oder weniger. Rechts M, links C, okay. Na gut. Puh. Das war jetzt eine recht kurze Aufnahme. Und es gibt knapp zwei Folgen. Alter, zwei Folgen knapp. Gut, dann sei es so. Oh, und ich weiß jetzt auch schon, was ich als nächstes Let's Playen werde. In dem Moment, in dem ich das jetzt gerade sage, wird das wahrscheinlich schon laufen. Sehr, sehr wahrscheinlich. Das kann ich, von dem her kann ich es eigentlich sagen. Das wird ja jetzt die neue Erweiterung von Halo Wars 2 laufen. Die werde ich dann als nächstes aufnehmen, aber die wird schon laufen. Ja, und dann geht's nicht mehr lange, bis The Evil Within 2 kommt. Das wird mein nächstes großes Ding sein. Da freue ich mich so richtig drauf. Ich fand The Evil Within 1 super und das 2 wird auch super sein. Ja. Coole Musik. Ja, wir haben leider nicht ganz alles entdeckt. Wir haben ja nicht alle Einträge gesammelt für das Tagebuch. Aber ganz ehrlich, da im Wald das Zeug zusammensuchen, boah. Einfach so random, keine Ahnung, wo das alles ist. Lädt. Und ich frage mich, bitte sag, dass das Spiel nett ist und mich nach dem Spiel weiter erkunden lässt. Das wäre... Was? Du bist nicht nett. Ich werde kurz schauen, was passiert, wenn wir den Speicherstand nochmal laden. Friedhof. Och nö. Heißt das wirklich, wir sind da nur noch auf dem kleinen Abschnitt bis zum Hafen? Wir können nicht mehr zurück? Oh. Mein Headset ist noch per Bluetooth mit dem Handy verbunden. Jetzt bin ich gerade ein bisschen erschrocken, als eine Nachricht kam. So, aber bitte, Alter, ich will nicht auf dem Friedhof starten. Ich will noch den Rest erkunden. The narrow passage sheltered him, but for how long? Ist mir doch egal, der ist jetzt eh weg. Geh da zurück. Mann! Ich kann nur das ganz kurz nach vor. Eben, ich kann da den Rest noch vorlesen, den ich gefunden habe. Unfall, das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Der Wendigo, der Manistan mit Eis und Frost überzogen hat, der mich manipuliert hat, damit ich ihn aus dem Eis befreie. Das auch ihn befallen hatte. Der Wendigo und seine Rache werden mir auf ewig Albträume bescheren. Ja, mindestens bis in die drei weiteren Teile, die noch kommen. Uah. So, da der letzte Eintrag.
Dr. Poupré hat den Mord begangen. Die Vermutung hatte ich zuvor schon, aber es haben noch einige Mosaikstückchen gefehlt. Mittlerweile weiß ich, dass er vielleicht aus politischen Gründen getötet hat. Aber auf jeden Fall war es eine Tat aus Leidenschaft. Der Tod seiner Frau. Der schreckliche Tod einer jungen Kree-Frau. Indem er den Tod dieser jungen Frau rächte, nahm er in gewisser Weise auch Rache für den Tod seiner Isabelle. Wie das, Isabelle? Okay, hat der Hamilton auch schon Isabelle auf dem Gewissen oder so? Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Giselle Chance. Okay, da steht jetzt auch was. Vor was auch immer sie Angst hatten, ihre Flucht gestaltete sich schwierig. Es sieht so aus, als ob sie sich für den Weg durch den Wald entschieden hatten. Ja, wer? Ich weiß nicht wer. Steht etwas Neues noch zu der Frau? Nein. Hier unsere jede Menge schönen Fotos mit den Fußabdrücken. Hufabdrücken oder so meine ich natürlich. Okay. Aber Mann, wieso kann ich das... Jetzt erschreckt mich der da noch. Wieso kann ich nicht weiter erkunden? Das finde ich jetzt gemein. Naja. Sei es halt so. Kann es nicht ändern. Gibt es denn da keine Möglichkeit? Ich würde gerne ins Hauptmenü zurück. Checkpoint laden geht wahrscheinlich nicht. Sehr schön. Oh Gott, wie schön. Alter, wie schön, wunderschön. Nördlicher Wald, Unterschlupf, da war es schon zu spät. Nördlicher Wald. Dann kann ich nochmal zurück ein bisschen erkunden. Also für mich. Ich glaube nicht, dass ich das noch in eine Folge bringen werde, weil so viel, wir kennen ja jetzt die Geschichte im Großen und Ganzen. Das ist jetzt einfach gerade für mich sehr praktisch. Oh, sehr schön. Das ist ein guter Speicherpunkt hier. Sehr schön. In dem Fall wieder mal am schönen Lagerfeuer im warmen Lagerfeuer meist natürlich in der kalten Wildnis. Verabschiede ich mich ein letztes Mal hier in Kona. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Spiel genauso gefallen wie wir und es kam genauso unerwartet für mich, hoffentlich auch für euch. Naja, dürft gerne die Gedanken, die ihr zum Spiel habt, mal in den Kommentaren an mich einfach weitergeben, sage ich mal. Das würde mich nämlich noch interessieren. In dem Fall, danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Jasnik verabschiedet sich. Tschüss und ciao.